Okay, aber das Ausweichen, Spammen, das scheint jetzt wieder zu funktionieren. Oh. Listen to me. I am your father's dream. I am his life. Ja, er ist kaputt. Das tut ihm weh. Und jetzt hüpfen wir nochmal zur Brustmitte. Ja, so ein bisschen God of War-mäßig hier. Cool. So, ein letztes Mal die Kraft aktivieren und batz, 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 batz. Edge bzw. H3O so lange in die Brust hauen, bis ihm die Dartklötze um die Ohren fliegen. So, und wir holen jetzt wohl zum finalen Schlag aus. Hat ein bisschen was von Dragon Ball. Alles klar. Kaboom. The pain is dissolving, and I go with it. In a few seconds, my memories will be returned to the people. Adieu, Nila. Remember you soon. Finale Überlastung freigeschaltet. H3O auf eine Mütze gegeben. A friend once said, the memory of a single man is a fortress, more complex than the vastest of cities. But we invented a key to the fortress. There are no secrets anymore. My friend's name was Edge. Born from the sense and abuses, he was the first to understand that we were all floating adrift. Edge died to remind us that some intimate doors are not supposed to be opened, and that suffering, like painful memories, is just part of life. My name is Nilin Cartier-Wells. I am a memory hunter. I can know everything about you, and I can make you believe whatever I want. This is my gift. My legacy. For the first time in my life, I remember exactly who I am. Outside my fortress, I now have a family to go back to, and a world to confront. A damaged world. A world to heal. This is what my friend taught me before he disappeared. I'll never forget him. Ja, das war's. Gar nicht mal so schlecht, das Game. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war ein bisschen zu linear für meinen Geschmack. Also es gab zwar diese paar Punkte, wo man natürlich links und rechts ein bisschen gucken konnte, wo es halt diese Verstecke gab mit den Sub-Patches und den Boosts, Focus-Boost und so ein Krempel, aber es war dann alles in allem doch sehr linear und was aber auch gar nicht schlecht ist. Also mittlerweile ist es ja so, dass viele Games künstlich in die Länge gezogen werden mit irgendwelchen Find-mich-Rätseln oder Sammel-mich-Rätseln, was ich jetzt aber hier auch gar nicht so wirklich vermisst habe. Es war eine schöne Abwechslung, es war auch ein schönes Setting, hat mir sehr gut gefallen.
Es würde mich freuen, von Don't Mort da mehr zu sehen in diese Richtung. Also, alles in allem fand ich, es war ein gelungenes Spiel. Kann mich nicht beschweren. Die Action-Szenen fand ich auch sehr gut. Dass am Schluss das Ganze so ein bisschen klischeehaft wurde und dann die Familienzusammenführung und so. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, das ist auch mal was Neues. Also, man kann ja auch nicht immer jeden Tag was komplett Neues erfinden oder jeden Tag was komplett Gleiches servieren. Dann wäre es ja auch langweilig. Also, ich fand das Spiel ganz gelungen. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Habt ihr es auch durchgespielt oder habt ihr mir jetzt noch zugeschaut? Überlegt ihr euch das doch noch, das euch zuzulegen oder auch nicht? Was spricht dafür, was dagegen? Schreibt es dann einfach in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht. Würde mich mal interessieren. Ich fand jetzt die Euros da nicht schlecht investiert, aber ja, fand ich jetzt irgendwie was ganz Neues. Also von allem so ein bisschen und nicht zu übertrieben, auch nicht zu lang, fand ich auch nicht schlecht. Und die Musik. Hört euch mal die Musik an. Also die Musik fand ich richtig geil. Dieses Gemische aus diesen Gesängen und dieser elektronischen Musik und dann dieses geschatterte da. Also das fand ich schon wirklich cool. Ich finde auch, das macht auch den Reiz dieses Spiels ein bisschen aus. Der Soundtrack ist schon sehr, sehr eigen. Habe ich auch so noch nicht gehört in anderen Spielen, muss ich dazu sagen. Auch nicht in solchen Filmen, die so dieses Setting bedienen, also dieses nahe zukunftliche und totalitäre. Das fand ich schon ganz cool. Also die Mucke, Olivier de Rivière, der auch für Alone in the Dark, was auch einen sehr eigenen Musikstil hat, fand ich, für die PS3 damals, glaube ich, rausgekommen und für den PC, soweit ich mich erinnere. Habe ich auch hier im Schrank stehen übrigens. Habe ich die durchgespielt. Sollte ich vielleicht mal tun. Die Rätsel, die fand ich auch etwas zu leicht. Also diese Rätsel, die auf diesen Bildern angezeigt wurden, diese Memorize-Ausschnitte,